Das war heute ein Bestandteil der COP News. Auch meine Zuschauer kennen die und da steht dann drin: US-Geheimdienste und der Euro, Fakten, die Sie kennen sollten. Von meinem Kollegen Udo Ulfkotte, heute wie gesagt, hier oben sehen Sie die Quelle. Selbst der renommierten amerikanischen Zeitung New York Times fällt in diesen Tagen auf, dass die EU-Elite uns Bürgern die Macht versagt und uns betrügt und belügt. Die EU hört nicht auf den Willen ihrer Bürger und zieht sie ins Verderben. Warum nur? An der Stelle von Demokratie ist in der EU inzwischen ein Zwangssystem getreten, das nun auch noch ohne Volksabstimmung in ein gewaltiges Umverteilungsprogramm der letzten finanziellen Reserven mündet. Und danach kommen unweigerlich Crash und Untergang. Dahinter stehen einige leicht beeinflussbare Personen wie Angela Merkel und Hermann von Rompuy. Wir erinnern im nachfolgenden Bericht an die in die Öffentlichkeit wenig bekannten Gründungsgeschichte der EU und die Schaffung des Euro durch amerikanische Geheimdienste und wie die Marionetten aus dem Hintergrund gesteuert wurden. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist in Kreisen von Wissenschaftlern bekannt, dass die Europäische Union ihre Entstehung amerikanischen Geheimdiensten verdankt. Joshua Paul von der Georgetown University hat schon im Jahre 2000 jene amerikanischen Geheimdienstdokumente veröffentlicht, die belegen, dass die CIA in den 1950er und 60er Jahren die Bewegung der Europabefürworter gründete, finanzierte und tatkräftig unterstützte. General William Donovan und CIA-Chef Alan Dulles saßen etwa gemeinsam im American Committee for a United Europe. Amerikanisches Komitee für ein vereintes Europa, das 1948 gegründet wurde und die europäischen Staaten künftig zu einem einzigen und von allem von den USA leicht zu beeinflussenden Staatenverbund vereinen sollte. Der Europäer Robert Schuman, Gründervater der EU, nachdem heute der große Platz vor dem EU-Komplex in Brüssel benannt ist, war eine der wichtigsten Marionetten dieser amerikanischen Geheimdienstarbeit. Die Londoner Zeitung Daily Telegraph schrieb über Schumann im Jahre 2000, er sei von der CIA wie ein bezahlter Angestellter behandelt worden. Inzwischen sind bei vielen der amerikanischen Geheimdienstdokumente aus jener Zeit die Geheimhaltungsstufen aufgehoben worden. Historiker konnten sie auswerten. Und so wissen wir auch, wer die Vereinigung Europa finanziert hat: die Stiftung Ford und Rockefeller. Ende der 50er Jahre wurde der Präsident der Ford-Stiftung, der frühere OSS-Offizier Paul Hoffman, stellvertretender Vorsitzender des amerikanischen Komitees für ein vereintes Europa. Rockefeller und Ford finanzierten also die geheimdienstliche Vorarbeit für die Vereinigung Europas. Und in enger Abstimmung mit Rockefeller bereitete das amerikanische Außenministerium schon in den Jahren 1960 eine künftige europäische Währung vor. Ein Memorandum der Europaabteilung des US-Außenministeriums vom 11. Juni 1965 wies den damaligen EWG-Vizepräsidenten Robert Majolin an, die Verwirklichung einer europäischen Währungsunion anzustreben, aber auf heimliche Weise. Dieses Dokument beinhaltet die Weisung, so vorzugehen, dass die Debatte zu diesem Thema so lange in der Öffentlichkeit erstickt werde, bis der Punkt erreicht sei, wo die Annahme dieser Vorschläge praktisch unausweichlich wird. Europa sollte unter diskreter amerikanischer Regie so aufgebaut werden, dass es in wirtschaftlich guten Zeiten ein Absatzmarkt und US-Handelspartner war, aber in schlechten Zeiten jederzeit sofort wieder zerschlagen werden konnte. Gäbe es die vorgenannten und inzwischen veröffentlichten Dokumente zur europäischen Währung nicht, man könnte das alles für eine üble Verschwörungstheorie halten. Rückblickend ist es interessant, dass das Gold der europäischen Zentralbanken bei all diesen langfristigen Planungen für den Euro in den 60er Jahren in den USA bleiben sollte, wo es noch heute liegt. Angeblich erleichterte die Lagerung in Manhattan den Börsenhandel. Alles andere ist reine Spekulation. Aber offenkundig haben die für Rockefeller und die US-Geheimdienste arbeitenden EU-Marionetten gute Arbeit geleistet. Der Ausnotschalter für die europäische Währung wird funktionieren. Der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan erwartet jetzt den Zusammenbruch des Euro. Und in Europa kommt die finanzielle Kernschmelze. Das nutzt den Amerikanern, die trotz ihres verlorenen AAA-Ratings oder AAA-Ratings weniger Zinsen für Bonds zahlen müssen als vergleichbare europäische Staaten. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Auf der einen Seite wird bespitzelt,
so ein Mann wie dieser Snowden, der solche Dinge aufgedeckt hätte? Wäre er vielleicht damals da drin gesessen, hätte er das auch aufgedeckt? Aber was bedeutet das denn für uns? Was bedeutet das für Europa? Was bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das für die Schweiz? Ich habe da mal ein bisschen nachgegrübelt und komme immer wieder zu den gleichen Punkten. Man wird ja leicht als Verschwörungstheoretiker hingestellt, aber ich bin sogar ein Verschwörungspraktiker, denn ich sehe diese Dinge. Und ich sehe sie ganz deutlich, hätte jetzt der Alois Irlmeier gesagt, was da auf uns zukommt. Mit dem Handelsabkommen, Freihandelsabkommen mit Amerika würde bedeuten, es nützt der amerikanischen Wirtschaft mit irgendwelchen billig von amerikanischen Firmen billig in China hergestellten Krempel. Den kart man nicht linksrum um den Globus, den kart man dann einfach rechts runter. Schon in China wird dann die amerikanische Firma aufgedruckt und vielleicht versteckt ein kleines Made in USA, wenn es dann aus ein paar Prozent aus USA ist, weil das sind die Gesetze auch etwas anders wie bei uns. Und der europäische Markt wird überschüttet mit Müll, den wir eigentlich nicht brauchen. Das heißt letztendlich Freihandelsabkommen. Und zum anderen, wenn wir aufmucken, dann wissen es ja schon die Geheimdienste der Amerikaner im Voraus, was für uns wiederum bedeutet, wir haben überhaupt keine Chance mehr, die zu sein, die wir wirklich sind. Ob das mit Kultur zu tun hat, ob das mit einem Staat zu tun hat, der eine gewisse Entwicklung gemacht hat. Ich habe nichts gegen Freundschaft. Im Gegenteil. Freundschaftliche Verbindungen mit anderen Staaten, anderen Kulturen, anderen Nationen ist was sehr Erstrebenswertes. Kultureller Austausch, Schülerklassen, die ein Jahr in einem anderen Land verbringen und all diese Dinge sind hervorragend. Aber wissen Sie, was ich nicht brauche? Ich brauche nicht irgendeinen Unsinn in dem Laden, in dem ich einkaufen gehe, und ich brauche auch nicht irgendeinen Krempel, einen genmanipulierten Fast Food auf meinem Teller, der mich nur im Prinzip manipuliert und destrukturiert. Ich brauche gesunde Nahrung, die aus einer gesunden Landwirtschaft, in einer gesunden Gesellschaft und von einem gesunden Staatssystem stammt. Und das brauche nicht nur ich, nein, Sie brauchen das auch und das brauchen wir alle. Und wenn wir nicht aufpassen, entgleitet uns das total. Und wenn ich mir dann die anschaue, die uns eigentlich regieren sollen, was denn da läuft, da gibt's auch noch eine witzige Geschichte. EU-Parlament ist ja jedem bekannt, dieser Gigant in Brüssel, auf den man jetzt alles schieben kann. Also wenn in der EU ein Bürger auf eine kommunale Behörde geht, dann wird er in Zukunft nur noch eins hören, braucht sich bei mich nicht beschweren, muss sich in Brüssel beschweren. Das heißt natürlich eine einfache Geschichte, der Beamte kann sich jetzt da zurücklehnen und kann sagen, hehehe, ich bin ja bloß noch der Ausführende. Habe ich auch immer früher gesagt, höre ich oft, ich habe nur auf Befehl gehandelt, klang das früher. Heute heißt es, ich bin nur ein Ausführender. Und der Bürger, der dann irgendwo in einem kleinen Ort, vielleicht im Harz, vielleicht im Schwarzwald, vielleicht in der Rheinischen Tiefebene oder bei Hamburg, vielleicht in Brandenburg oder Mecklenburg lebt, der Bürger soll sich dann nach Brüssel wenden an einen Moloch, den überhaupt nicht interessiert, was mit dem Bürger ist. Und wie gesagt, ich höre die Stimmen meiner Zuschauer hier in der Schweiz, die jetzt sagen, ach ja, das interessiert uns doch alles gar nicht. Oh, 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 oh. Mal ganz vorsichtig sein. Denken Sie, wer Ihre größten Handelspartner sind. Denken Sie, wo die meiste Ware aus der Schweiz hingeht. Die geht nämlich in die EU, die geht großenteils auch nach Deutschland. Und wenn plötzlich die Amerikaner mit ihren tollen Produkten den Markt überschwemmen, dann wird es für den Export schwierig. Und dann habt ihr noch einen Nachteil, das sogenannte starke Franken und die Anbindung an dieses ganze System. Haben auch viele davor gewarnt, hat man auch gesagt, so, Schweiz, mach oder stirb. Das Gleiche wird mit dem Bankgeheimnis geschehen, das Gleiche wird mit anderen Dingen geschehen, die die Schweizer über Jahrzehnte gehütet haben und aus gutem Grund gehütet. Das wird ihnen alles genommen, ob sie wollen oder nicht, wenn sie nicht aufwachen. Und aufwachen bedeutet, klare Regeln zu schaffen in einem Land, wo das Volk noch etwas zu sagen hat, und hinzugehen und sagen, nein, das wollen wir nicht und wir brauchen keine sogenannten internationalen Standards. Wenn ich das immer höre, dann heißt das, was sich ein Verein von Politikern, was die so tun, schauen wir uns gleich an, hat einfallen lassen, gilt als internationaler Standard und hört sich dann wie an, wow, da müssen wir jetzt alle dabei sein. Nein, da müssen wir eben nicht alle dabei sein.
Wehret euch den Anfängen und back to the roots. So muss die neue Formel heißen. Oder vielleicht einfach gesagt, anfangen aufzuhören mit diesem ganzen Unsinn und uns wieder besinnen, was unser Leben eigentlich ausmacht. Jeder kann schöne Kleider tragen, schönes Auto fahren, schöne Uhren haben, was auch immer, was ihm gerade gefällt. Aber eins muss doch für uns alle klar sein. Wenn Nahrungsmittel und Gesundheit, wenn die ursächlichsten Dinge unseres Seins in Frage gestellt werden, wie lange wollen wir dann noch warten, um unsere Stimme zu erheben und sagen, so meine Freunde, stopp jetzt. Ich erinnere an die Beiträge Wasserprivatisierung, ich erinnere an die Beiträge Genfood, ich erinnere an diese ganzen Dinge, die so in unserem Rücken laufen, alles wird schön geredet, oh, die ganzen Schädlinge, und dann müssen wir jetzt mal ein Gen entwickeln, was den ganzen Schädlingen widerstrebt. Dass im Hintergrund dieser Entwicklung ein Saatgutmonopol aufgebaut wird und dass irgendwann alle abhängig sind von ein, zwei Konzernen weltweit, das muss Ihnen doch klar sein. Natürlich, wenn Sie jeden Morgen im Zug sitzen oder sonst irgendwo und diese Blättchen, Boulevardblättchen lesen, was da für ein Hiopai drin steht. Naja, da stand heute zum Beispiel im 20 Minuten als Schlagzeile: Laserpointer verbieten, Polizist wurde geblendet. Super. Ein Polizist wurde geblendet, während der ganze Nation zugrunde geht. Das ist natürlich eine Headline wert. Ich meine, um Gottes Willen, die Unversehrtheit und das Leben dieses Polizisten ist genauso wichtig wie jedes andere. Aber liebe Zuschauer, ist es wirklich das, womit wir uns beschäftigen sollten? Das ist doch eine ganz andere Geschichte. Da geht es doch ganz einfach um eine Geschichte, eine Verordnung zu machen, dass diese Dinge nicht auf die Straße gehören. Wer braucht einen Laserpointer, der über 2 Kilometer noch so stark ist, dass er jemand das Auge verätzt? Was soll denn das? Zu was braucht man denn sowas? Also ich kenne die Dinge auch. Ich brauche die, um Vorträge zu halten, um in 3-4 Meter Entfernung hinter mir auf einer Beamerleinwand den Menschen zu zeigen, was ich meine, oder auf ein Detail hinzuweisen. Aber kein Mensch braucht doch einen Laserpointer, der über Kilometer geht und dann ihnen noch das Auge blendet. Damit spielen sie heute rum und machen Schabernack und allen Unsinn in der Öffentlichkeit. Was sind denn das alles für Dinge? Da wäre die EU mal gefordert. Und was macht sie? Was sie macht, zeige ich Ihnen mal an einem anderen Beispiel. Was sie macht, ist auch zu mir gekommen, hat mir auch ein aufmerksamer Zuschauer zugeschickt. Und zwar: Verfall der Sitten in Brüssel, weil ein niederländischer Journalist 2 EU-Parlamentarier beim Erschleichen von Sitzungsgeld ertappt, werden ein tschechischer und ein italienischer Abgeordneter handgreiflich und attackieren den Journalisten. Ein Beispiel, dass manch einer in Brüssel vergessen hat, von wessen Gnade er eigentlich seine Diäten bezieht. Wir erleben vorrevolutionäre Zustände. Jetzt schauen wir einfach einmal, was wir da so gesehen haben. Die Quelle von diesem Bericht ist in den deutschen Wirtschaftsnachrichten zu sehen. Und wir gehen da mal einmal runter und schauen uns die tollen Bilder an, hier im Detail. Und natürlich betrifft es 2, Raffaele Baldassare und Miroslav Ransdorf von der Europäischen Linkspartei und von der Europäischen Volkspartei. Sind 2 solche Prachtexemplare, die aus Steuergeldern schamlos abkassieren, ohne dafür zu arbeiten. Sie haben es gesehen, wie so etwas funktioniert. Wenn man unliebsame Fragen stellt, dann wird man angegriffen. Wie gesagt, diese EU-Parlamentarier kassieren sogenanntes Sitzungsgeld. Und es gibt da noch ein paar andere Dinge, die ich bekommen habe, aber die recherchiere ich erst, wie Parlamentarier von Lobbyisten geführt werden. Und das, stellen Sie sich mal vor, sollen Menschen sein, die Sie Ihren Kindern vorstellen und sagen dann, schau, der Mann regiert uns, den haben wir gewählt als Volksvertreter. Ja, was macht eigentlich so ein Vertreter? Ah, jetzt komme ich drauf, der verkauft das Volk, jetzt haben wir es. Und solche Leute, die dann um, was hat er gesagt, 17.30 Uhr kommen die geschwind ins Parlament, machen ihre Stechkarte und sagen dann, ja, jetzt waren wir da, jetzt kriegen wir 300 Stutz Sitzungsgeld. Das Gleiche gilt für den anderen, genauso eine Geschichte. Ich muss da nur sagen, also
für mich hat das mit parlamentarischer Arbeit und mit einem Gerechtigkeitsthema nichts zu tun. Mir wäre das nur noch peinlich. Und deswegen muss ich immer wieder sagen, was soll ich den Kindern sagen? Was wollen Sie Ihren Kindern denn sagen zum Thema Parlament? Wenn Parlamentarier unterschlagen, betrügen, veruntreuen, was wollen Sie denen denn sagen? Ja, das ist halt so. Ach, dann können wir es ja alle machen. Ich weiß nicht, ob das so der Weg ist, ob das alles, immer wieder ist das Wort Demokratie, Demokratie, das pendelt hier immer so von meinen Augen hin und her und ich kann es gar nicht mehr fangen. Immer wenn ich es fangen will, macht und ist wieder weg.